Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz hier aus Herzogenaurach. Schön, dass ihr alle im digitalen Raum heute erschienen seid. Und herzliches Hallo geht auch einmal an Marina Hegering vom VfL Wolfsburg und an Sarai Linder von der TSG Hoffenheim. Marina, erste Frage an dich. Seit gestern ist die Mannschaft wieder zusammengekommen. Nimm uns doch mal mit. Wie ist die Stimmung? Wie waren die ersten Stunden im zweiten Trainingslager? Ja, gefühlt haben wir eigentlich nur einen kurzen Ausflug gemacht und waren dann wieder da. Also haben uns aber gefreut, wissen ja, worauf wir uns vorbereiten. Und jetzt geht es in die zweite Runde. Sind gestern ganz entspannt angefangen mit einem Krafttraining. Und da hat jeder so die Belastung so gesetzt, wie er sich gerade auch fühlt. Und heute Morgen war dann die erste Platzeinheit und ja, ich denke, die war auch noch recht locker. Da sind wir ganz gut reingekommen und heute Nachmittag werden wir noch mal ein bisschen auf dem Platz Fußball spielen gehen. Sehr gut, Sarai. Frage auch an dich. Heute Vormittag gab es zudem noch politischen Besuch von Nancy Faeser und Bärbel Baas. Nimm uns doch gerne mal mit. Wie waren auch die ersten Stunden für dich und wie hast du den Besuch erlebt? Ja, also Besuch, über den freut man sich immer. Haben uns jetzt gerade auch nochmal viel Glück für die WM gewünscht, einen kleinen Glücksbringer mitgenommen, einen Bär. Und ja, nee, ist einfach eine große Wertschätzung, die man da entgegenbekommt und tut halt einfach unheimlich gut. Ihre Fragen bitte gerne per Handzeichen. Ulrike John von der DPR. Ja, hallo in die Runde. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Gleich mal eine Frage an Marina Hegering. Die Lena Oberdorf hat diese Tage mal gesagt, dass wenn es mal ein bisschen laut wird in der Mannschaft, auf dem Platz oder sonst wo beim Training, dann geht die Alex Popp natürlich voran, aber auch Sie. Wie sehen Sie denn Ihre Rolle so als erfahrene Spielerin jetzt in der Mannschaft? Dass ich mal ein bisschen lauter bin auf dem Trainingsplatz. Klar, bringe natürlich einiges an Erfahrung mit und versuche der Mannschaft damit zu helfen und versuche aber auch die Jungen da so ein bisschen mitzunehmen. Das, was ich weitergeben kann, möchte ich ganz gerne an Erfahrungen auch weitergeben, weil ich glaube, dass die Jungen auch einfach den Input ganz gut gebrauchen können und wir sie somit unterstützen können, wenn wir unsere Erfahrungen da einfach weitergeben. Weitere Fragen? Gerne da vorne im Raum. Mikrofon kommt. Hi, Katja Strese vom ZDF. Sarai, wie oft bist du denn schon angeschnauzt worden von der Marina? Angeschnauzt noch gar nicht. Also wenn, sind es dann immer nur Tipps, die man mit von denjenigen Spielerinnen mitbekommt. Von daher angeschnauzt noch nicht. Und selbst wenn, dann ist das Sache auf dem Platz und neben dem Platz ist alles wieder gut. Ja. Jetzt entsteht ja auch ein ganz falsches Bild von mir. Jana Lange. Ja, die Bundestrainerin hatte durchblicken lassen, dass die Situation natürlich durch den noch vorhandenen Konkurrenzkampf ein wenig angespannter ist als sonst. Die Spielerinnen seien nicht ganz so locker, aber das sei ja auch verständlich in manchen Situationen. Könnt ihr mal so ein bisschen aus der Innensicht erzählen? Jetzt haben wir hier eine Stammkraft sitzen, eine, die sich versucht, noch in den Kader zu spielen. Das finde ich ganz interessant. Danke. Ja. Grundsätzlich, klar, ist die Anspannung spürbar, aber tatsächlich auch nur auf dem Trainingsplatz. Ich glaube, dass jede da sehr, sehr selbstkritisch unterwegs ist und man sich dann über den einen oder anderen Fehlpass oder eine ein oder andere misslungene Situation einfach mehr ärgert, als man es wahrscheinlich sonst tun würde, wenn man trainiert, weil man einfach auch im Hinterkopf hat, dass alles irgendwo bewertet wird und dementsprechend sind dann natürlich schon mal ein paar unzufriedene Gesichter auf dem Platz, aber am Ende ist die Stimmung eigentlich auch so, dass wir uns schon versuchen, da gegenseitig auch aufzubauen und uns gegenseitig zu unterstützen.
weil wir sind eine Mannschaft, egal welche 23 am Ende mit nach Australien fliegen. Wir gehören jetzt gerade alle zusammen und so versuchen wir es auch entsprechend auf dem Platz und vor allem auch neben dem Platz zu leben. Und ich glaube, das gelingt uns auch relativ gut. Ja, nee, also da kann ich mich anschließen. Es ist wirklich nur auf dem Platz, dass man dann vielleicht ein bisschen mehr mit sich selbst hadert und denkt so, ja Mensch, der Pass kam jetzt nicht perfekt an. Aber das sind einfach dann nur Situationen, die nicht ausschlussgebend sind für das Endresultat. Und wir versuchen alle unser Bestes zu geben und uns gegenseitig zu pushen. Und am Ende entscheidet dann Martina, wen sie mitnimmt. Und ja. Marc Heinrich. Ja, hallo, auch von mir in die Runde. Bin ich zu hören? Ich hoffe, ja. Bist du. Meine Frage geht an Marina. Wenn ich richtig gezählt habe, haben Sie in der abgelaufenen Saison knapp 20 Spiele absolviert. Können Sie mal kurz erklären, müssen Sie eigentlich mehr machen als alle anderen durch Ihre lange Verletzungsgeschichte? Und dann würde mich nochmal interessieren, ich habe gehört, Sie hätten auch den Trainerschein gemacht. Stimmt das? Und wenn ja, mit welcher Intention? Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viele Spiele ich gemacht habe, aber kann sein, dass es 20 waren. Grundsätzlich bin ich ja auch eher so der physische Typ auch auf dem Platz, deswegen ja, mache ich da auch neben dem Platz tendenziell eher das ein oder andere mehr, weil es eben halt auch zu meinen Stärken gehört. Grundsätzlich ansonsten nehme ich ganz normal auch am Training teil, wie alle anderen auch. Und zur zweiten Frage, ja, ich habe vor 2021, glaube ich, war das, im November die B-Plus-Lizenz abgeschlossen und ja, liebäugel schon damit, nach der Karriere entsprechend auch so ein bisschen in das Trainergeschäft einzusteigen. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann ganz herzlichen Dank an Marina Hegering und Sarai Linder und euch und Ihnen allen noch einen schönen Tag. Bis dahin.